Elektromobilität ist in aller Munde, oder? Jeden Tag werden mehr Fahrzeuge zugelassen auf der Strasse. Einerseits, andererseits haben wir in der Stadt Schaffhausen schon Elektrobus. Und von dem her gesehen ist es jetzt sicher notwendig, dass man auch die Feuerwehr fit macht auf das Thema von der Elektromobilität. Viele wissen halt, okay, Elektro, Strom gefahren, und da ist man halt erstmal so ein mulmiges Gefühl, man hat halt Vorbehalte vor der Elektromobilität so ein bisschen. Eine Zeit lang war es sogar noch so, dass dann teilweise Rettungsdienste oder auch Feuerwehreinsatzkräfte sogar richtig Sorge hatten oder Angst hatten, das Fahrzeug zu berühren, dass die Karosserie oder so zum Beispiel unter Spannung stehen wird, und da muss man sagen, das ist völliger Blödsinn, wenn man das jetzt so ausdrücken darf. Natürlich könnte man sich auch überlegen, stellt man jetzt ein Elektrofahrzeug hin, haben wir halt auf dem Hochvoltsystem Hochvolt drauf, und wir möchten halt natürlich hier auch beschädigte Hochvolt-Bauteile hier, sag ich mal, beüben, dass wenn man eine Gefahrenlage erkennt. Und hier haben wir zum Beispiel das Fahrzeug extra dahingehend umgebaut, dass wir ein Fake-Hochvoltsystem drin haben, auf dem jetzt zum Beispiel nur 48 Volt drauf ist, sodass keine lebensgefährlichen Gefährdungen hier irgendwie ausgehen können für die Übungsteilnehmer. Die lege ich bei sowas immer raus, weil wenn dann bei so Rauch entsteht, da sitzt eine Person mit Scheiben reinschlagen und durch den Innenraum Wasser durch. Das funktioniert so genial mit dieser Ventilation. Nutzt es schnellstmöglich, und da braucht man nicht mal ganz nah am Fahrzeug ranstehen, sondern das geht auch aus 20. Ist der auf den Weg gegangen worden? Nee, er hat es toll gemacht, muss ich echt sagen. Ja, was ist das für ein Auto? Haben Sie einen Schlüssel und so weiter und so fort? Die einzige Frage, wo man fehlt. Das ist natürlich das Ziel, oder? Dass quasi, wie wir andere Einsätze auch haben, dass es Standard wird und dass man einfach dann das kann abrufen, auch wenn am Morgen um 3 so ein Fahrzeug nehmen, brennt und man aus dem Bett kommt, dass man entsprechend das abrufen kann und richtig vorgeht. Also, wenn ihr keinen Atemschutz als Führungskraft habt, fragen wollt oder können, schickt ihr